Welch seichte Klänge. Moin moin und willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Spiel, A Juggler's Tale. Auch wieder ein Indie-Game, was vor kurzem rausgekommen ist. Gestern, ich weiß nicht mehr genau. Ein Third-Person-Adventure, kann man sagen. Und es hat mich gereizt. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, noch gar nichts von, ich habe wirklich noch nichts von dem Spiel gehört. Deswegen dachte ich, es sah aber einfach gut aus. Also, ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir fangen direkt an und schaut mal rein, was uns da so erwartet. Loading Profile. Da. Ich gehe mal kurz auf Einstellungen. Eventuell haben wir da ja was noch. Es sieht nicht so aus. Und der Titel, die lassen wir an. Genau. Größe. Wollt ihr das alles gut sehen können, dann machen wir die richtig groß. Ich hoffe, das stört nicht. Aber die ist jetzt riesig, die Schrift. Ist ja gut für euch. Sound und Sprache. Kann man da... Deutsch. Oh, cool. Audiosprache ist sogar auch Deutsch. Wie cool ist das denn? Das ist natürlich richtig cool. Genau. Fangen wir einfach mal an. Der Mond scheint hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Heinz, Name war der Zirkus. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leuten beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Okay, also ich kann sie links und rechts bewegen, sie hängt ja an so Seilen wie so eine Marionette. Und ich gehe einfach mal weiter. Hüpfen kann ich auch. Ach, guck mal, raus aus der pappkische Welt. In die richtige Welt. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Also ich kann nicht... Den bunten Zirkus treiben, möchte Abby sich euch zeigen. Okay. Halte RT, um Objekte zu ziehen oder zu schieben? Ah, okay, warte mal. Rüber gehen? Dann schieben wir das mal rüber. Los. Yes. Ha, das ist ja wirklich... Also der Stil ist ja mal cool, oder? Also ich finde auch wieder... Also es ist ein Los mit den Indie-Games in letzter Zeit. Die sind einfach nur ein schnuggeliges Ding nach dem anderen kommt raus. Das ist schon ganz cool. So. Hui. Ach, Abby sieht auch süß aus. Hat zwar keine Augen. Weiß nicht, wie sie sehen kann. Hier kann man bestimmt balancieren. Oh. Muss auch ein bisschen langsamer gehen. Ach, guck mal an. Gar kein Problem für sie. Die jongliert dabei, wenn sie darüber geht. Typisches Zirkuskind halt, ne? Und zack, und wir hüpfen runter. Wie cool kann sie denn bitte sehr darüber jumpen? Ah, guck mal hier. Na los, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Hä? Guck mal, wenn ich hier längs gehe, seht ihr das? Hängt meine Fäden daran fest. Ein witziges Detail, oder? Okay, ich habe einen Ball bekommen. Ziele mit dem rechten Stick. Und drücke RT, um zu werfen. Habe ich gar nichts aufgenommen jetzt, ne? Ah, okay. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Perfekt hat sie das gemacht. Schau doch mal auf, das Ding. Muss ich nochmal werfen wir auch mal in die Richtung, oder? Vielleicht kriegen wir eine Bonussache oder so. Gib mir nochmal so einen Apfel. So einen Ball, so einen Apfel vor allen Dingen. So. Na okay, kann man halt ein bisschen üben. Man lernt wahrscheinlich die Mechaniken gerade so ein bisschen kennen. Und das ist ja natürlich
schon mal wichtig, sonst kann man das Spiel nicht weiterkommen. Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zu Manege sich schreit. Ach komm, das kann sie runterklappen. Okay. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Was? Am Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Okay. Ah, okay, warte, ich hab eine Idee. Holen wir das Teil hier ran. Der Bär ist ja Gott sei Dank gefesselt. Der dürfte uns ja eigentlich nichts tun, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Schau mal. Oh, warte. Ah, guck mal. Sie hält sich automatisch fest. Oh Gott, der Bär ist aber auch nicht ganz ohne. Was muss ich jetzt machen? Ah, warte. Ich hab eine Idee. Sehr gut. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt sie sagen. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute? Warum? Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Oh nein. Herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Ich werde eingesperrt, genau wie die anderen. Baby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Das ist aber gemein. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Ach Mann. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Dankeschön. Warte mal, vielleicht können wir den Apfel ja zum... Kann ich den Apfel mit irgendwas werfen mit dem Apfel? Irgendwas? Warte mal, gucken, ob wir irgendwas treffen können hier. Irgendwas können wir bestimmt benutzen, diesen Apfel. Können wir die Lampe da hinten bewerfen? Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Okay. Da bringt uns wieder ein Appel. Das sind mal feine Ratten. Machen die fein, ne? Machen die fein, die beiden. Mal her, das Ding. Okay, pass auf. Versuchen wir mal hier was zu werfen. Warte mal, vielleicht können wir ihn den Schlüssel klauen jetzt, wenn er sich da bückt. Aha. Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Also ein kleines schon gerne mit Adventure- und Rätselspiel, ne? Mag ich ja. Wenn es ganze Länder zu entdecken gibt. Des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Kannst du da raufhelfen? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Aha. Und was jetzt? Warte mal. Ach, verflucht. Hoffentlich hat das keiner gehört. Was soll ich denn machen jetzt? Kann ich am Seil hochklettern? Nee, kann ich auch nicht.
Vielleicht muss ich den Wagen ziehen, warte mal. Kann der Bär mir helfen? Ah, guck mal. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Gelohnt haben. Ah, guck mal, geht automatisch hoch. Uns und Abby können fliegen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wird bedeckt. Schnell! Oh nein, der Bär dreht durch. Ach, Sünde. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das Seine. Ja, guck mal. Und brummt gütig. Auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Okay. Das war so das Intro, würde ich sagen, ne? Die Einleitung. Akt 2, eine neue Welt. Also ganz interessant gemacht. Ich denke mal, die Rätsel werden noch anspruchsvoller. Wir schauen mal. Eine Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in Augen verzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen. Als hinter Abby die zweifelnden Stimmen. Endlich ist sie frei. Ist doch immer gut für sie. Okay. Hui! Spross um Spross und Stein um Steine. Frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Sieht ganz schön aus, so vom Optischen her, finde ich. Hat irgendwie... Hat einen coolen Grafikstil, so. Irgendwie, finde ich. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese, mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr. Mach das Wasser an, dann muss ich die Mühle irgendwann drehen, oder nicht? Ich wusste nicht, dass ich nicht mehr da vorbei kann, weil ich bin einfach gegangen. Dünne Fäden gegen Mühlenarme. Wer da wohl gewinnt? Doch bist du klug und geschickt. Ah, okay, jetzt weiß ich. Sieg dir vorbestimmt. Ah, pass mal auf. Der will ja bestimmt Wasser haben, diese Kuh da. Jetzt schnell runterrennen. Nein, das war dumm. Nochmal. Die arme Kuh scheint sehr durstig zu sein. Du hast doch so ein großes Herz für Mensch und Tier. Gib der Kuh was zu trinken. Ja, will ich ja machen. Dann hilft sie auch dir. So, jetzt kommt sie. Und dann geht er hier. Bravo. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen. Siehste? Ihre Flügel einsame Runden drehen. Das war ja gar nicht so schwer. Komm, Abbylein. Ich bin Abby. Abby. So, was gibt's denn hier noch zu sehen? Ist die Frage. Es wird langsam Nacht, glaube ich. Die Sonne geht unter. Wir brauchen vielleicht ein kleines Schlafplätzchen. Ach, kleine Abby, du bist zwar naiv, doch selbst wenn du stolperst, fällst du nicht tief. Okay, ich darf nicht ins Wasser. Hab ich gerade gemerkt. Oh, hat Glück gehabt. Oh, okay. Gut, ins Wasser also dürfen wir nicht hopsen. Machen wir auch nicht. Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl oder übel hinüber muss. Guck mal hier. Oh, mehr Bretter, glaube ich. Ne? Das einsame Brett reicht nicht. Wenn ich auch eins im Wasser, können wir das mitnehmen? Okay. Nehmen wir auch nochmal mit. Dann haben wir schon mal zwei.
Dich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine. Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Ups, spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf, mein Kind. Okay. Ach, guck mal. Auf mich ist verlassen. Okay, das muss man ja auch erstmal wissen, dass der dann auch da einen unterstützt. Bei einigen Sachen zumindest, ne? Wahrscheinlich nicht bei allen, aber hier schon. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirft. Lass den alten Wolf ruhig in Frieden sterben und dir davon deine Reise nicht verderben. Oh, was macht der Wolf da? Sünde. Okay. Hoffentlich kann ich die Brücke... Oh, was machst du denn da? Schön drehen, das Ding. Gut. Das Mädchen, das Mühlen bewegt, wird doch wohl auch einen kleinen Wagen aus dem Weg schaffen können, oder nicht? Ja, vielleicht kriegen wir den Wagen ja noch drauf, bevor das wieder hochgeht. Müssen wir mal testen. Oh. So langsam nochmal. Wenn auch erst zum Wagen gegangen, ist natürlich dumm. Okay, das geht nicht so einfach, wie ich dachte. Kann den Wagen, kann ich ihn da irgendwo hinschieben, dass er weg ist? Auch nicht, ich komme da ja nicht dran vorbei. Okay, wir müssen es anders machen. Ich zieh den nochmal hier ran, den Wagen. Ich muss ihn, glaube ich, ganz nah ranziehen. Vielleicht klappt das dann, wo ich klappt, dann klappt es auch nicht. Aber vielleicht muss ich hier nochmal rüber rennen, wo es irgendwie anders geht. Stark ist sie schon, aber... Ist zu langsam, ne? Na, jetzt geht's. Ah, guck mal. Jetzt geht's. Aber wie kommen wir denn... Wir müssen ja über den Wagen irgendwie rüber. Klettern können wir nicht. Wir können auf jeden Fall hier rüberschieben. Vielleicht bricht die Brücke jetzt hier zusammen. Nee. Was mit dem Wolf machen? Ach so, klar. Und jetzt schieben wir den Wagen einfach in die Schlucht runter, oder? Das macht am meisten Sinn. Dann ist der Wagen zumindest weg. Der Weg ist frei. Das hast du gut gemacht. Doch hast du auch an den Besitzer des Wagens gedacht? Nö, wahrscheinlich nicht. Ist mir irgendwie auch Schnupperpuppe. So. Wir haben es geschafft. Juhu. Guck, wie sie sich freut. Da kommen wir nicht durch. Durchs Geäst. Ja. So vielleicht? Die Bäume versperren den Weg mit ihren knorrigen Fängen. Doch fürchten dabei womöglich, sich die Äste zu verletzen. Klar regnet es jetzt. Jetzt geht das Feuer nämlich gleich aus. Matsch. Blitz und Donner sind mächtige Widersacher, die Abby Angst und Bange machen. Mutterseelen allein kämpfen und läuft, während ihre Freiheit im Regen ersäuft. Okay, die werden ja relativ schnell ausgehen. Die Welt besteht nicht nur aus goldenen Feldern. Das musst auch du lernen. Ach, Abby, das hatten wir doch schon. Du kannst dich nicht irgendwo drunter verkriechen. Und oben überrascht dich der Regen. Mist. Was machen wir denn jetzt? So, nochmal. Komm, aber schaffen wir nicht, die geht trotzdem aus. Na, okay, die geht trotzdem aus. Kommen wir nicht durch. Ah. Geht ja auch nicht. Mit den Bändern, ne? Das ist natürlich blöd.
können wir das denn schaffen? Okay, jetzt bin ich gerade überfragt. Ich kann mir hier Feuer holen, aber es reicht nicht, um da unten weiterzukommen, ne? Nee, da muss eine andere Lösung geben hier, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Können wir das Ding hier wegschieben irgendwie? Okay, wir können die Fackel da reinwerfen. Sehr gut. Okay, jetzt hier hoch. Jetzt liegt sie noch geschützt, da die Fackel, und dann schaffen wir das. Das ist natürlich wirklich clever von mir. Mein Gott, ich bin so clever. Krank, wie clever ich bin. So. Gib gut Acht auf dein Lebenslicht, Abby. Na jetzt. Tief in den Wäldern, so erzählt man sich schon lange. Oh, da hinten, diese fette Spinne. Angst und Bang. Oh, warte, wir müssen zurück. Alter, habt ihr diese fette Spinne gesehen? Also wenn es irgendwas an Insekten gibt, was ich nicht mag, dann sind das leider Spinnen. Da steht sie, mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen. Bereit dazu, sich einsame Streuen einzuholen. Sollen wir mal ein Feuer holen? Oh! Aber hauen kann ich damit nicht. Okay, das war ja dumm. Okay. Muss irgendwie anders geregelt werden. Oh, wo fange ich denn wieder an? Hoffentlich nicht ganz von vorne. Da steht sie, mit 8 scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Streuen einzuteilen. Okay, muss ich sie wohin locken vielleicht? Mal hier oben raufwerfen vielleicht. Oh, warte. Ah, guck mal. Feuer scheint mir hier zu wirken. Deine Fackel schmeckt ihr überhaupt nicht. Natürlich nicht, ist auch heiß. Oh. Kriegen sie zurückgescheucht? Oh Mist. Hä? Kann ich mehr werfen jetzt? Ja, jetzt. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Doch warten in der echten Welt nur 1000 weitere Plagen. Feuer machen und weiter geht's. Geht auch nicht. Da kommst du dann vorbei, ne? Das ist das Problem. Okay. Vielleicht kannst du dir diesen Baum auch zunutze machen. Ah, okay. Ja, okay. Gute Idee. Kommen wir runter? Natürlich auch. Okay, dann müssen wir vielleicht das Feuer mitnehmen. Oder kann ich das Feuer mitnehmen oder haut er dann ab? Ich glaube, der haut dann ab wieder, ne? Ja, okay. Gut. Aber warte mal, dann kann man das vielleicht. Und lauf! Wir müssen das Feuer noch einbringen, bevor es ausgeht. Yes, okay.
musst die Flamme am Leben halten. Mach ich doch. Noch lebendiger als ich es mache, kann man es gar nicht halten. Sieht nichts, ne? Und die Fackel da unten wird ausgehen, okay. Die müssen wir vielleicht so machen, klappt das? Na toll. Die fällt einfach mal da runter. Okay, warte mal. Aus ist sie leider trotzdem. Pass auf die Fackel auf. Das Feuer ist erloschen und kalt. Du sollst nun nur deine Fackel anzünden. Ach so, warte. Ich weiß wie. Kommst du hochkurbeln? Oh Gott, das ist eine Scheißarbeit. Hochseilakte kennst du doch aus dem Zirkus. Na los! Hinten brennt ein Baum. Also im Hintergrund, ne? Stück für Stück für Stück. Die Frage, ob das Ding gleich einfach runterrollt? Ja, anscheinend nicht. Okay. Okay, ist das nicht zügig oder auch nicht? Jetzt hilft er mir. Hätte er mir nicht auch vorhelfen können? Wie dringend du mich brauchst. Dieser Ort ist so gar nichts. Okay, wir kommen ja hier nicht durch. Wenn wir zurückgehen. Also irgendwie ist noch nicht ganz so, wie wir es wollten. Ach, guck mal da. Können wir vielleicht auch die Fackel anmachen. Das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch, okay. Sehr gut. Nochmal machen. Perfekt. Oh, die Spinne ist schon tot da hinten. Hört der Regen langsam auf? Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Oh, danke. Die Spinne ist nur mausetot. Oh, Eddie. Wo bist du hier nur gelandet? Naja, ich hätte es auch geschafft. Bloß nicht. Da sitzt jemand da drüben oben. Schau mal, wer das ist. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib acht. Ach, okay. Gut. Ja, wusste ich ja nicht. Also, woher soll man das denn wissen? Das ist ja Try and Error, denn, ne? Also, entweder ist er nett oder ist nicht nett. Aber der sah nicht nett aus, anscheinend. Und ich hab's nicht gecheckt. Nein, die Fackel wieder mit. Nehmen wir trotzdem noch mit. Das ist kein besonders netter okay. Geselle. Gib acht. Vielleicht kann ich die Fackel werfen und schon, also ich muss werfen und dann gleich hochklettern. Dann bin ich vielleicht oben und er ist unten. Kann das sein? Wir testen es mal. Kann ich mir gut vorstellen, dass das klappt. Das war's. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Das glaube ich auch. Schau an. Der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Und mit wem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim? Oje, es ist Honda, der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang.
Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück. Bringt sie mir verdammt nochmal zurück. Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein. Doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Denkt nur an den Bären, den wir damals ohne Mühe fingen. Das wird uns bei einem kleinen Mädchen ja erst recht gelingen. Direktor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer, baden wir in Gold und Blech. Okay. Müssen wir vorbeischleichen, würde ich sagen. Die Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Hungrig wie Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Und ihr erwarten. Anführer ist riesig wie zwei und stark wie fünf. Einer, der mordet, ohne dass er auch nur die Nase rümpft. Hide and Seek ist hier. Oh, ist ein ganzes Lager hier. Geschäftig gehen die Banditen ans Werk. Eine wahre Festung wollen sie hier errichten. Gleich einem Berg. Ich weiß nicht, ob ich es machen muss, aber ich sehe es einfach ab. Warten kurz. Baumstumpf haben wir abgesägt. Was wir gleich mit dem Baumstumpf machen sollen, weiß ich natürlich nicht. Aber irgendwas müssen wir damit machen. Dann haut wieder ab. Aua, das sah schmerzhaft aus. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast. Und warten, bis sie sich umgehauen haben beide? Ah, guck mal, dann kommen wir daran vorbei. Ah, okay. Ich habe mich da nicht gesehen, aber okay, ich stand ein bisschen Gebüsch, ne? Wahrscheinlich habe ich deswegen nicht gesehen, aber... Die bauen so ein richtiges Vor da, ne? Okay. Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als Dickicht. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Tief im Sumpf schlummert die Gefahr, Abby. Gib Acht. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Oh, ins Wasser geplumpst, das wäre dumm. Komm Sei doch raus. Froh, dass du an mich gebunden bist. Ja. Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Kriegen wir die Leiche dann da raus? Oh, ich wollte mich ran festhalten, das klappte nicht. Gegen den zähen Sumpf bist du machtlos, Abby. Na, guck mal, das. Ich hab schon gedacht, dass man irgendwie sowas machen kann. Weil der alte Sack, der muss doch bestimmt da rein in die Falle. Kann ich auch schieben? Nee, kann ich nur ziehen. Da, okay. Oh, wir nehmen uns das Essen. Nee, kann man nicht. Okay. So geht's natürlich auch weiter. Freundlich und einladend sieht's hier auf jeden Fall nicht aus. Ich finde es mit Marionetten schon wieder eine lustige Idee, so mit diesen Fäden. Und auch, dass die einen natürlich einschränkt, die Fäden, dass man denkt, man nicht unterstellen kann. Oh. Lauf, Abby! Lauf um dein Leben! Oh. Oh, der ist aber dicht dran. Du kannst uns nicht entwischen.
durch den Wald. Alter, was muss ich denn da machen? Wie schnell ist der denn gewesen? Der war richtig schnell, oder? Thunder und seine Bande. Lauf, Abby. Lauf um dein Leben. Das ist doch so langsam und klettern hier. Du kannst uns nicht entwischen. Du Thunder durch den Wald. Thunder grunzt verdutzt, als Abby ihm doch entflieht und keiner seiner Räuber mehr das Mädchen sieht. Doch jede Rettung fordert ihren Preis, wie bald auch schmerzlich unsere Abby weiß. So, es war schon Ende Akt 3, Akt 2, jetzt kommt Akt 3, die Stadt. Ich würde sagen, die machen wir aber erst beim nächsten Mal. Wir hören kurz rein. Von Thunders tobenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt Abby, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen? Lasst mir ein Abo da. Hat es euch nicht gefallen? Lasst mir ein Abo da. Hat es euch gefallen? Gebt mir einen Kommentar. Hat es euch nicht gefallen? Gebt mir einen Kommentar. Haut die Glocke an, damit ihr wisst, wann nächstes Video erscheint. Und bis dahin. Tschüss.